endlich geht die Champions League wieder weiter. Gestern gab es ja schon das Spiel City gegen Real, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ich glaube, die haben am Freitag gespielt, also einen Tag vor diesem Spiel. Und heute spielen eben Bayern und Chelsea. Ja, für die Bayern ist das hier eigentlich nur so ein Spiel zum Warmwerden wieder für die nächsten paar Runden, weil sie haben das Hinspiel 3-0 in England gewonnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern hier noch irgendwie das anbrennen lässt und das hier irgendwie noch aus der Hand gibt. Von daher sollte Bayern eigentlich dieses Spiel hier wirklich nur als Aufwärmspiel sehen, weil die Gefahr, dass die ausscheiden, gibt es hier echt nicht mehr. Jetzt Bayern mit der ersten Chance. Perisic da. Zieht dann da in den Strafraum. So, bricht nochmal ab. Und legt dann ab auf Lewandowski und der mit dem 1:0 für die Bayern. Ja, damit steht jetzt spieleübergreifend bereits 4:0 für die Bayern. Und ja, wie gesagt, also das sollten sich die Bayern eigentlich nicht mehr nehmen lassen. So, super gemacht da. Ball kam dann am Ende doch ziemlich zentral auf den Torwart, aber ja. Genau zwischen Arm und Kopf schießt ihn da an Kepa vorbei. Was glaubt ihr wohl, warum der Kepa in der Realität nicht mehr im Tor von Chelsea steht? Genau wegen sowas. So, und jetzt Chelsea im Angriff, spielen sich da Doppelpässe vom Strafraum hin und her, aber dann ist da Süle, der was den Ball abfängt und den Angriff unterbindet. So, und jetzt die nächste Chance für die Bayern, aber der passt ein bisschen zu schlampig und ein bisschen zu schwach da auf Außen gespielt. Und jetzt Chelsea im Strafraum, Schuss. Boah, Neuer lässt den da noch durch die Finger gleiten, aber zum Glück passiert da nichts Gefährlicheres mehr. Und jetzt der Konter über Gnabry, der ja im Hinspiel überragend gespielt hat, muss man sagen. Gnabry passt in die Mitte, aber der kommt dann nicht an. Das wäre verdammt gefährlich geworden, wenn der Pass ankommt. Und jetzt kurz vor Pause, Chelsea doch mal über die linke Seite, über Mason Mount, geht dann Odriozola vorbei. Da kommen sie dann aber nicht zur Flanke und dann holt sich Odriozola den Ball und dann pfeift der Schiri auch ab. Ja, die Bayern gehen jetzt mit einer knappen Führung in die Pause. Perisic, der sieht da jetzt Kimmich. Kimmich schon im Strafraum, nicht vom Ball zu trennen und dann kompromisslos geht dann da Rüdiger mit der Grätsche rein und trennt Kimmich vom Ball. Kimmich ist da auch noch liegen geblieben oder liegt besser gesagt immer noch im Strafraum. Jetzt steht er aber wieder und Ball auch wieder im Chelsea-Strafraum. Coman in die Mitte auf Lewandowski, aber dann ist der Verteidiger doch noch vor Lewandowski am Ball. Und jetzt Chelsea nochmal im Angriff. Schuss, aber kein Problem für Neuer. Den hält der ganz sicher und macht dann hier aber sowas. Aber die Verteidigung kann das zum Glück wieder bereinigen, den Fehler. So, jetzt nochmal Coman im Strafraum mit ab und dann der Schuss und dann das 2:0 für die Bayern. Ivan Perisic macht das 2:0. Super gemacht davon Coman über die linke Seite. Wenn wir mal stehen und dann der Schuss und dann keine Chance für den Torwart. Und es steht 2:0 nach Hin- und Rückspiel 5:0. Und die Bayern machen das ähnlich deutlich wie im Hinspiel und ziehen souverän ins Viertelfinale ein. Und jetzt pfeift der Schiri ab. Damit gewinnt Bayern das locker 2:0 und ist jetzt offiziell auch eine Runde weiter. Ja, Bayern souverän weiter. Da gibt es, glaube ich, nichts zu meckern. Nach dem Hinspiel auch definitiv verdient. Ja, und also Bayern muss man echt sagen, die haben meiner Meinung nach dieses Jahr die Chancen, die Champions League zu gewinnen. Zählen für mich so zu den drei Top-Favoriten eigentlich dazu. Also die anderen Favoriten sind eigentlich so für mich so Real Madrid. Bei denen ist aber das Problem, die haben die Bürde aus dem Hinspiel noch zu tragen, oder die Last aus dem Hinspiel. Die haben 2:1 gegen City verloren. Gut, wenn ihr das hier seht, dann wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist. Und eine Mannschaft, die auch definitiv noch Favorit für mich ist, ist Atletico Madrid, weil auf ein Spiel, wo da jetzt der Modus ausgetragen wird, ist da schon immer mit denen zu rechnen auf ein Spiel. Und Liverpool hat auch am eigenen Leib erfahren müssen, wie das ist, gegen die zu spielen. Also, die haben auch auf zwei Spiele wären die, glaube ich, zu beachten gewesen. Aber auf ein Spiel eigentlich umso mehr Atletico Madrid.
Aber das wird Bayern eh gewinnen, da bin ich mir relativ sicher. Ja, das war es dann auch hier von dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.